Ich wünsche euch einen schönen 1. Mai. Ja, es ist ja dann heute auch Feiertag hier. Da gibt es eine Sonnenbrücke, Sonne scheint, die Logik pur. Es geht jetzt erstmal gleich in die Innenstadt. Dann nach Himmelstür, weil da ist nämlich Maibaumaufstellung. Und da ich eine ehemalige Himmelstürer bin, gehört das dazu. Vielleicht geht es später dann noch in die Stadt, da ist ja auch irgendwas. Festival oder irgendwie, also kein Festival, sondern eher so Musikrichtung. Und ja, that's my outfit. How's the day? Leute, ich bin übrigens jetzt im Moment bei 88,9 Kilo. Ich war gestern auf der Waage. And I'm so spotty today. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann später wieder in Himmelstür beim ökonomischen Gottesdienst. Der ist nämlich heute unter freiem Himmel. Wir sehen uns dann. Tschüss! Friends, we guys to Himmelstür! Da, da, da. Bei die Volkslieder, Schatz, ne? Es kommt gleich noch Einigkeit, Recht und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vater. Also Leute, wir sind jetzt gerade in der Himmelstür. So Leute, ihr seht es gerade, ja, das habe ich gerade noch gemacht. Ich habe noch meine Wäsche aufgehängt. Aber irgendwie muss ich da auch gleich nochmal lang, weil ich mich jetzt noch aussetzen will.
Es ist so herrliches Wetter, Leute. Erstmal allen euch einen schönen 1. Mai. Oh Gott, oh Gott. Wartet mal. Ah. Jetzt aber. Ja, wir waren vorhin noch bei der Maibaumaufstellung. Bin jetzt aber wieder zu Hause. Das stelle ich mal hier hin. Hoffentlich könnt ihr mich trotzdem sehen. Das Wetter ist einfach so schön. Und das beste Wetter einfach draußen und leicht zu essen. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euer 1. Mai verbracht habt. Es ist so herrliches Wetter, Leute. Ohne Scheiß, meine Eltern sind jetzt nicht da. Das heißt, ich bin jetzt gerade auch allein zu Hause. Ich werde dann aber später noch Sport machen. Mal gucken. Gerade läuft bei uns noch, habe ich den Fern angemacht, läuft Tünder Hoffmann. Und es ist einfach ohne Scheiß, Leute, es ist einfach so was von herrlich. Ja, und das seht ihr hier, ja, das habe ich vorhin aufgehangen. Es ist unnormal schön warm. Heute Abend spielt FC Barcelona gegen FC Liverpool, also gegen Liverpool. Und ich bin gespannt, da ja gestern Ajax Amsterdam 1-0 gewonnen hat, bin ich echt wirklich gespannt, wie es heute ausgehen wird. Ich hoffe eigentlich 1-0 für Liverpool, weil es zählt ja doppelt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach später wieder, Leute. Tschüss. Miley Cyrus! Was interessiert dich? Jay, du weißt, was ich meine. I love you! Ich komme mir so dumm vor. Nicht doch! Das ist doch totaler Quatsch! Willst du hören, was dumm ist? Ich hab mal auf eins. Ich auch nicht. Ich kann wohl nicht still sein. Jetzt. Leute, ohne Scheiß, findet ihr Miley Cyrus mit langen Haaren besser oder mit kurzen Haaren? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Wir hatten doch irre Fun, oder? Ja, hatten wir. Dann behalten wir das im Gedächtnis. Oh. Also mach's gut, Jack. She love it. Das sind die Amerikaner. Die Russen sind da. Also Leute, ohne mal zu sagen, das waren gerade die Amerikaner, die USA, die Vereinigten Nationen. Ja. Ja, ich mache auch Scheiße. Das war nur gerade. Nachbar. Also Leute, wir sind gerade wieder am Ort hier des Grauens, weil die USA gerade hier lang geflogen ist und so andere Viecher. Das ist gerade hier oben Russland. Bleibt weg von mir. Seht ihr das mal nicht, Leute? Ja? Ich komme. So, und die Russen sind dermaßen blöd, aber es gibt jetzt gleich Essen und ich freue mich lecker. Ich komme sofort, Mom! Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir sehen uns dann, wenn es gleich lecker Abendessen gibt. Es gibt nämlich Frankbraten mit Gurkensalat und Kartoffelpüree. Ich freue mich drauf. Bis gleich, Leute!